Leute, ich habe auf meinen Kanal geguckt und gesehen, dass da seit einer Woche kein Video mehr kam und da dachte ich mir, so kann das ja nicht weitergehen. Da muss ich was ändern. Und das tut es jetzt in Form dieses Videos. Cool. Ich habe Kit Assassine, weil das cool ist. Ja. Ende der Erklärung. So, dann wollen wir mal zum Nachbarn. Was mache ich denn da? So blöd für alles mal wieder. Und guck mal, ich krieg das gerade hier wieder mal alles nicht hin. Okay, der Typ weiß noch gar nicht, dass wir da sind, lol. Okay, dann wollen wir mal. Hi. Ja, komm. Ich weiß, dass du da bist. Na komm, Koloss. Hä? Ja, kommst du jetzt mal runter, oder was? Hm. Ja, was machen wir jetzt? Haben wir eine Spitzhacke? Nö. Ne, ernsthaft, wir haben keine Spitzhacke. Ah, jetzt kommt er hier. Oh mein Gott, wir haben ihn bekommen! Gott, habe ich mich gerade konzentriert, aber wir haben ihn tatsächlich bekommen. So, nice. Oh mein Gott. Gut. Zwei Enderperlen. Habe ich da nicht gerade einen Typen gesehen? Oder vielleicht Einbildung. So, wir bauen ein Stück in die Mitte. Die kämpfen da. Oh, fuck. Soll ich da mal reingehen? Perfekt. So, gut, dann geht's mal weiter. Ah. So macht man das. Und ja, so macht man das. Okay, ich krieg keine besseren Hits als er. Und er haut ab. 100 Pro. Bitte schaff es nicht. Danke. So. Müssten wir eigentlich noch die Kick? Ja. Ich weiß, auf Level 6 kann man auf Knockback enchanten, aber wir haben ja gar kein Schwert, was wir enchanten können. Ne? Jo, dann müssen wir uns dann wohl erst noch craften. Haben wir hier noch Dias irgendwo? Hast du was übrig gelassen? Nö, aber da war ein Wassereimer. Den nehme ich auch gerne mit. Gut, keine Dias. Keine Dias. Auch keine Dias. Aber eine Spitzhacke. Und auch keine Dias. Schade! Ah, was entsch. Das heißt, wir müssen uns das dann doch zum Dia-Schwert verkraften. Ist ein bisschen schade, weil mit 5 Dias hätte ich ja gehofft, dass wir da noch, ne? Aber, na gut. So. Nein. Wir könnten das jetzt sogar mit dem Amboss verkraften, haben aber leider keinen Crafter gekillt. Cool. Beziehungsweise nicht cool. So, Fire Resistance. Nice. Sind noch 4 Leute? Wo sind die alle? Ich hätte es gerade maximal mit einem gerechnet. Okay, da drüben ist einer. Hm. Keine Ahnung, wo die alle stecken. Und, ah. Ja, geil. Ich glaube, ich habe mir gerade einen. Ach, ist auch egal. Der ist jetzt irgendwie, gehört hier nicht hin. So, die kämpfen. Fliegt der? Oder er läuft auf unsichtbaren Blöcken, ja. Hä? Keine Ahnung. Aber wie kommen wir hier weg? Sollen wir uns zu dem Goldmann da drüber bauen? Ja, machen wir. Bauen uns eine Treppe und dann geht's ab.
Aber gut, dass wir uns eine Brücke gebaut haben, weil wir haben ja gerade alle anderen Beispiele gesehen. Wenn wir von einfach nur gesprungen wären, dann hätten wir es nicht geschafft. Gut. Wir müssen ein bisschen schräg. Aber das kriegen wir hin. Gut. Ja, ich bin kein Fastbridger oder sowas. Ich habe noch ein Leben. Deswegen müsste er es leider mit ansehen, wie ich hier eine ellenlange und langsam eine Brücke baue. Schande über mein Haut. Okay, er haut ab. Das heißt, wir können ganz ungestört auf die Brücke wechseln und die Verfolgung aufnehmen. Ja. Polizei, mein Herr, stoppen Sie sofort Ihren Wagen. Oder hören Sie auf, wegzulaufen. Ja, bleiben Sie stehen. Ach ja, das war noch Zeit, ey. Damals. Need for Speed 4, 1999. Naja, hat mein Vater mir damals mitgebracht. Okay, das war natürlich ein bisschen später, weil 1999 war ich ein Jahr alt. Das wäre dann irgendwie schwer geworden. Aber ja, ist bis heute mein Lieblingsgame. Einfach geil. Bestes Need for Speed Teil sowieso. Danach kommt Underground 2. Und der Typ ist blind. Hallo? Kommen Sie mal her? Mein Herr! Bitte! Moment mal, was? Scheiße! Sag mir bitte nicht, dass das ein Mage ist. Damit hätte ich jetzt ein großes Problem. Hä? Mutig, mutig, mutig. Starke Leistung. Du kleiner Bastard. Na ja, dann gehen wir eben durchs Haus. Ach, geht nicht. Schade. Ja. Ganz starke Sache. Hat er gerade selber dadurch Schaden bekommen? Ja, verdient, du Bastard, Alter. Was soll denn sowas? Ne, die Leute, die campen sich jetzt da oben hin? Richtig erbärmlich. Oh, das Haus fackelt ab. Sehr schön. Das Witzige ist, es hat letztens sogar schon mal jemand gegen mich versucht, auf einer anderen Map. Und ja, den habe ich easy geklatscht, weil er mit seinem TNT-Zeug nichts erreicht hat. Und auch er wird mit seinem TNT-Zeug nichts erreichen. Brennt er? Was ein Spast! Oh Mann, was ein Idiot! Vor allem, warum ist der weggelaufen? Also, warum hat er sowas überhaupt gemacht? Ich war nicht mal voll dir. Wir hatten noch gleich gute Rüstung. Eine super Skywars-Runde mit dem besten Ending auf jeden Fall. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.